Für unsere diesjährige Reise wollten wir von Bremen aus in die Grenzregion zwischen Kroatien und Bosnien fahren. Warum wir aber schlussendlich im Land der Pizza und Pasta landeten, das seht ihr in diesem Video. Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht und einem mittelmäßigen Frühstück ging es auf zur ersten Etappe in Richtung Kroatien. Der erste Abschnitt führte uns über den Dientner Sattel, Sölkpass und die Nockalmstraße. Gegen 17 Uhr checkten wir in Bad Kleinkirchheim ein und genossen ein traditionelles Essen. Am dritten Tag stand das Fortsetzen der Etappe an. Wir wollten in der Nähe von Logatec auf den TET Slowenien einsteigen. Nach einiger Zeit in starkem Regen entschieden wir nach Betrachtung der Wetteraussichten, unsere Tour nach Italien zu ändern. Nach ein paar letzten Offroad-Ausflügen in Slowenien ging es auf dem kürzesten Weg in ein Weingut in Italien, wo wir in der Nähe ein Abendessen genossen und dabei das Gewitter in der Ferne betrachteten. Thank you.
Morgen hatte der Regen uns wieder eingeholt und wir setzten unsere Fahrt Richtung Westen in hoffentlich wolkenfreie Regionen fort. Stärkung in einem kleinen italienischen Ort wollten wir den Monte Grappa besuchen. Ein Einheimischer erklärte uns den besten Weg auf Italienisch. Das verstand zwar nur er, aber wir haben es doch irgendwie geschafft, diesen Ort zu besuchen. Hier wurden über 20.000 Soldaten bestattet. Anschließend war es aber wieder Zeit für bessere Laune. Also checkten wir in einem kleinen Bergdorf ein und genossen ein reichhaltiges Abendessen. Auf der Speisekarte standen Gnocchi und Tagliatelle. Nach einer erholsamen Nacht konnten wir endlich wieder ein Frühstück in der Sonne genießen. Nach dem sonnigen Morgen galt es dann aber doch wieder auf Regenkleidung umzusteigen. Als Ausgleich für das schlechte Wetter gab es eine schöne Schotteretappe in der Nähe des Gardasees.
Trotz des schlechten Wetters ist die Landschaft hier wirklich beeindruckend. Mit dem letzten Tropfen Benzin ging es nochmal über schöne Schotterstrecken in den nächsten Ort. Nach einer Zeit gab es leider eine kleine Zwangspause. Scheinbar habe ich mit meinem dicken Fuß zu lange auf der Bremse rumgestanden, ohne es zu merken. Man luftet da. Alter, die Bremse ist so heiß. Echt? Kann es sein, dass du auf dem Schuh stand, mit dem Schuh auf dem Bremse standest? Und das Ding hat verkocht halt jetzt. Ich bin davon bergab gegangen. Wir ließen die Bremse ein paar Minuten abkühlen und konnten unsere Fahrt dann fortsetzen. Dort unten sieht man den nördlichen Teil des Gardasees.
Übernachtet hatten wir am Ledrosee. Die Unterkunft war wirklich super, wir genossen das Frühstück und dann ging es wieder für uns Richtung Osten. Zwischendrin gab es immer mal wieder eine kleine Schotter-Etappe des TED Italien. Nach ausreichend Proviantbesorgung wollten wir über die Fossella Lavadette fahren. Ob wir hier durchkommen würden, würde sich noch zeigen.
Entgegenkommende Enduro-Fahrer sagten uns schon, dass es schwierig werden würde, aber wir wollten es versuchen. Die Straße ist durch mehrere Erdrutsche nahezu unpassierbar. Dieser erste Abgang hier ist noch machbar. Die weiteren sind allerdings so hoch und steil, dass mit dem Motorrad einfach kein Durchkommen ist. Je nach Reifenwahl ist aber auch hier schon Schluss. Goldenen Abendlicht ging es gemütlich zum nächsten Hotel. Bei einer ausreichenden Stärkung wollten wir die Panoramika der Wette in Angriff nehmen. Diesmal hoffentlich mit wunderschönem Panorama.
Nach diesem schönen Panorama ging es für uns über die Stranninger Alm und viele kleine weitere Straßen zurück nach Österreich. An dieser Stelle sollte ein Weg abgehen, den wir nicht finden konnten, bis eine Radfahrerin den Berg hochkam und uns mitteilte, dass es auf jeden Fall nicht für Motorräder befahrbar sei.
zum Abschluss fuhren wir noch auf die Malta Hochalmstraße hinauf. Der letzte Tag war von zweckmäßigen Strecken sowie dem Aufladen der Motorräder geprägt. Anschließend ging es dann wieder die ungefähr 800 Kilometer nach Hause. Uns haben die gut 2000 Kilometer auf dieser Tour wirklich Spaß gemacht, auch wenn der Anfang etwas verregnet war. Wir haben wirklich tolle Panoramen gesehen und hatten eine Menge Spaß.